Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal Miniatur Autohandel. Ja, ich heiße euch natürlich wie immer herzlich willkommen, auch alle Neuzugänge, die sich hier eingefunden haben. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin bester Laune, nur schweinemüde. Ja, und eins vorab, wenn euch das Video gefällt, haut ein Like rein, ein Kommi, Abo etc. Alles, was geht. Ja, und ich würde sagen, wir fangen dann jetzt mal an. Ne? Noch haben wir ja gutes Licht und das wollen wir natürlich auch noch ein bisschen ausnutzen. So, also in circa ein, zwei Stunden haben wir es hier jedenfalls finster. Ne? Also in der Bude und dann müssen wir definitiv Licht zuschalten. Leider. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Mit einem Mercedes C320 Polizei von Siku. Sogar die Antenne ist noch dran, die Türen lassen sich öffnen. Blau-Silber ist klar, Gebrauchsspuren ist klar, aber die Türen sind noch schön straff, also wurden kaum geöffnet. Ne? Nur bei mir mal zu Fotozwecken und Video. Ne? Und ich würde sagen, sonst steht er noch gut da. Ist definitiv irgendwann aus den 90ern. Ne? Ende 90er kann das sein. Wie beim Original hier. Krieg auch so einen Sturz. Geil. Ja. Das ist er von oben. Und das ist er von unten. Der nächste ist ein. Uiuiui. Der hat gar keinen Namen. Tja, muss auch mit leben. Haben wir ja nichts mit zu tun, aber das kriegen wir eventuell auch noch raus. Auf jeden Fall so einen kleinen, leicht transparenten, ne, hier, da wo er rot ist. Kleinen Flitzer, Fantasy, irgendwas, keine Ahnung. Und ja, man sieht, dass er sehr schnell weg will. Also er sucht ein dringendes, er sucht dringend ein neues Zuhause. Ja. Den nächsten Fantasy-Flitzer, auch wieder von Hot Wheels. In lila gehalten. Ich glaube, hier macht er den Fokus besser. Oh, mal gucken. Ja, also das heißt, immer schön nach da gucken. Und ja, an und für sich steht er wirklich gut da. Nur eben das Übliche mit Lack und so, das kennt ihr ja mittlerweile schon. Ja, meine Güte. Ich verkaufe eben keine neuen Autos. Ne? Also Neuwagen gibt es bei mir nicht. Und den hier, den finde ich mal richtig geil. Der ist rot, transparent, also auch wieder Kunststoff, Metallunterboden. Nee, gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Kunststoffunterboden, also komplett Kunststoff das Ding. Aber irgendwas ist hier drin, womit er doch noch Gewicht hat. Also irgendwas mit Metall oder so, ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall, ich kann mal gucken, wie er heißt, wenn er einen Namen hat. Clark and Dagger. Das sieht mal richtig geil aus, ja? So futuristisch finde ich. Na, dahinter befinden sich die Räder. Das ist Hammer. Ja. Und hier seht ihr so. Ne? Also schon mal weniger, was verbiegen kann. Sorry, Leute. So. Na? Wie brachial der auch wirkt. Geil. Aber Leute, ich kann sie leider nicht behalten. Na, die müssen raus. Hot Wheels Bayer Bone Shaker oder sowas. Bayer Bone Shaker. Sieht auch mal geil aus, ne?
Der Bone Shaker mal ein bisschen höher gelegt. Und schon ist er fertig fürs Gelände. Ich meine, mit dem Ersatzreifen hier finde ich ja geil, ne? Das finde ich witzig. Aber ist eben nicht abnehmbar. Also, falls ich noch nicht den Unterboden gezeigt hatte. Als nächstes ein Sico 1024 Mähdrescher von Deutz Fahr. Ja, also hier, ne? Lässt sich drehen. Das Teil hier lässt sich auch bewegen bis komplett nach vorne und wieder zurück. Zack, und wieder dran. So, schön in grün gehalten. Na. Achsen, das kann man auch noch nehmen. Ja, der Abrieb natürlich von der Farbe, das ist klar. Also sprich von dem Aufdruck, das bleibt nicht aus. Und ja, vielleicht findet er ja ein schönes Zuhause. Ich habe ja noch mehr Trecker und so weiter drin. Einfach mal reinschauen. Einige davon auch als Ersatzteilspender. Na, lässt sich eben nicht vermeiden. Mercedes Actros MP1 von Siku mit beiger Ladefläche. Also beigen Aufbau. Na, also so eine Kippenmulde oder wie man das auch mal nennen will. Ja, ich bin da zu lange raus, Leute. Ja, ich meine, dass ich auch irgendwo noch einen Anhänger dazu habe. Müsste ich aber noch mal gucken. Na? Weil den gab es ja mit und ohne, soweit ich weiß. So. Okay. Den hebe ich mir, glaube ich, mal für später auf. Kleines Special für euch. Ein Liebherr, Bagger, Radlader, was auch immer. Ja, ob das jetzt Maßstab 1 zu 87 ist, weiß ich nicht. Aber ihr seht ja, wie er sich bewegen lässt. Also da geht wirklich richtig die Party ab. Na? Hat auch eine Gummibereifung und ja, steht auch echt gut da. Na? Kann man echt nicht anders sagen. Auf jeden Fall werde ich 1 zu 87 mal reinschreiben und entsprechend die Maße dazu. Ne? Das ist klar. Das mache ich ja bei einigen, bei manchen, ja, da kommt es schon mal vor, da vergesse ich es. Also idealerweise fragt ihr nochmal nach und ja, wenn ihr die Angebote sucht, ihr findet sie definitiv bei mir auf dem Account von eBay, Ford USA Probe oder Miniatur, oh, Moment, nochmal, Miniaturautohandel 123. Und ja, da werdet ihr sicher fündig. Da ist im Grunde für jeden was dabei. Ne? Bisschen lässt sich besonders auf dem privaten über den Preis reden. Beim gewerblichen, da kann ich leider nicht so viel nachgeben, weil ja, die Unkosten bei eBay leider zu hoch sind fürs Gewerbe. Und das ist eben das Traurige. Ne? Ja, irgendwas Grünes hier. Aber fragt mich nicht, was. Twinmill. Ha, Twinmill. Zweimill. Oder so ähnlich. So. Ja. In einem schönen Grün und mit schwarzen Zierstreifen. Und hier irgendwie auf jeden Fall Chrom mit dabei, aber das Chrom hat leider ein bisschen gelitten. Na, da kommt schon langsam das Schwarze durch, aber top, topper Zustand. Ja, ich würde sagen, wir wechseln einfach jetzt mal die Marke und gehen zu Majorette über, zum Ford Mustang. Und ja, ein schöner Streifi, schönes Police Car. Ja, gehen wir mal hier hin. Man kann sogar durchgucken, also der hat keinen Motor drin. Ja, der ist natürlich gebraucht, ne, im Zustand.
Hier ist das alles schön noch dran. Hier das ganze Emblem, der Schriftzug ist noch zu erkennen. Die Hurra-Tüte hier oben ist auch noch zu erkennen. Ne, der Blumenkasten und ja, das ist der Unterboden. Soll auch ein bisschen, ist auch gefedert. Also da geht einiges. Ja? Ja, von Hot Wheels ein Porsche Panamera. Ich brauche bitte nochmal Autos. Ein Porsche Panamera, ja, wie ich ja eben schon sagte. Da haben wir dann mit das Ganze mit Police-Aufdruck und ja, er ist doch recht gut im Zustand, muss ich sagen. Also besser, als man vermuten würde, nach dem, was man bisher zwischendurch mal so gesehen hat. Na, dann machen wir auch gleich weiter mit dem nächsten Chaos zum Vergleich mal von Matchbox. Der hat richtig heftig gelitten, Ford RS 200. Ja, also um den tut es mir auch leid. Die Scheiben wurden angemalt. Also der wurde richtig fies behandelt. Also der hat kein schönes Leben gehabt. Und ja, das ist schade ums Auto. Na? Aber bestimmt noch was für einen Sandkasten oder Diorama oder was man auch immer machen will. Was ihr hier hört, ich bekomme gerade neue Autos, wie ich ja eben vorhin schon drum gebeten habe. Na, ich lasse das jetzt einfach mal so drin. Hier haben wir irgendein Plastikteil. Wovon auch immer das ist. Weg damit. Wird schon nicht wichtig sein. Ja, dann hätten wir als nächstes einen Siku 0821 Unimog. Winterdienst. Ist auch nicht süß. Der gute alte Unimog. Ja? Anhängerkupplung noch dran, die Abdeckung noch dran, die Hurra-Tüten, also die Rundumleuten, die Kaberbecher, alles noch dran. Ne? Und auch hier das Schneeschild ist auch noch dran, sieht auch noch gut aus. Ne? Und ja. Jetzt bin ich erstmal zu bis oben hin mit Autos. Mattel 1979. Ja. Irgendein Truck. Mit den guten alten Hot Wheels Felgen. Ne? Nostalgie pur. Also 80er, 90er mag das sein, ja. Tatsächlich. Also zumindest, wenn man damit selber noch gespielt hat. Hier fehlt leider der Aufsatz. Vielleicht hat ja einer den und dessen LKW sieht nicht so geil aus. Metallunterboden, Metallgrill, Metallkarosse. Selbst die Achsen. Für den Zeitraum in einem wirklich sehr guten Zustand. So, machen wir weiter hier mit No-Name-Onkel hier. Der wird wahrscheinlich der Schlachtung zum Opfer fallen bei mir. Das ja, könnte ein Mercedes sein, vermutlich, von Dicky. Ne? Also Dicky wird dahinter stecken, weil ich kenne nur diese Fahrzeuge in dieser Verpackung mit dem Autotransporter. Und da waren immer welche mit dabei von denen. Ne? Ja. Ich denke mal, so eine C-Klasse oder was. Aber auf jeden Fall wird der Schlachtung zum Opfer fallen. Ja, also der kommt dann mal an die Seite. Dann als nächstes haben wir einen Hot Wheels Scoops Di Fuego oder so ähnlich. Also nimmt's mir nicht übel, wenn ich was falsch ausspreche. Ich bin auch nicht so gerade der Akrobat,
da drin, um alles richtig auszusprechen. Na, jeder von uns macht Fehler. Ja, an und für sich steht er auch ganz gut da. Bis auf eben Lack. Ferrari F50 von Hot Wheels. Ja, der hat definitiv die Sandkiste gesehen. Achsen rostig. Müssten wieder gangbar gemacht werden. Und ja, dann müsste der ja wieder laufen. Ich meine, für den einen oder anderen ist das mit Sicherheit auch kein Problem. Na, also vorne geht sogar leichter, als ich dachte. Machen wir mal wieder hier auf der Seite, ist besser. Ja, und ansonsten steht er eigentlich gut da. Zwischendurch muss ich mal ein bisschen helfen beim Drehen. Na. So. Das dazu. Jetzt kommt noch einer, den ich ja auch an einer Stelle ganz niedlich finde. Von Hot Wheels. Das ist, der nennt sich Retroactive. Und ich zeige euch gleich, warum ich den so witzig finde. Schön in Gold gehalten. Ne? Und hier ist der Punkt, wo ich ihn witzig finde. Das soll eine Batterie darstellen. Ne? Ich meine, natürlich kann man da keine richtige Batterie einlegen. Man kriegt das Ding hier auch nicht raus. Das ist fest verankert. Und aber dennoch ist das eine witzige Idee. Und hier sieht man auch die Niete, ne? Die zu der Batterie gehört. Ja, das schon mal dazu. Ja, leider auch wieder einer, der ziemlich gelitten hat. Mercedes 500 SE von Siku. Die 1042, wenn ich das hier richtig erkenne. Und ja, ihr seht schon mit der Achsen, der Lack. Und nicht, dass damit schon genug ist. Die Türen gehen natürlich auch auf. Beide sogar. Immerhin, die sind noch da. Also muss ein bisschen was dran gemacht werden. Dann habt ihr wieder ein schönes Auto. Keine Frage. Ne? Und ja, also das muss ein bisschen Arbeit reingesteckt werden in das gute Stück. Und dann sieht er wieder gut aus. Also ich denke mal, dass er ein paar Waschmaschinengänge mitgemacht hat oder was. Ne? Und deswegen so aussieht, wie er aussieht. Puh, was machen wir als nächstes? Dumpdozer hätte ich hier von Matchbox. Allerdings fehlt hier der Aufsatz. Und der Rest ist natürlich vorhanden. Leicht krumme Achse. Also. Stärker wäre für mich, wenn sie fast gar nicht mehr da wäre. Aber eben eine krumme Achse. Aber das dürfte bei dem hier kein Problem sein. Vielleicht kann ich das auch mal eben vor laufender Kamera hinbekommen hier. Weil manchmal braucht man nur den entsprechenden Gegendruck an einem gewissen Punkt und dann geht das wieder. Ja, hier natürlich auch wieder schöne kleine Rädchen, wo er eigentlich mit rollen soll. Müssten also auch wieder ein bisschen gangbar gemacht werden. Wenn die wieder öfter bewegt werden, dann haut das auch wieder hin. So, muss ich mir gleich mal einen aussuchen, der hier gleich mal eben den Abschluss macht. Und dann haben wir es. Ja, kann hier keine Nummer erkennen. Auf jeden Fall von Siku. Die 0658 oder sowas. Weiß nicht, gab sie oder nicht, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hätten wir hier einen Dodge Ram. Einen kleinen. Anhängerkupplung ist noch vorhanden. Lack zum größten Teil auch noch. Boah, die Scheiben sehen
dafür auch noch sehr gut aus. Und lediglich die Achse hier hinten, was ich bis jetzt erkennen kann, müsste mal einen kleinen Schubs kriegen, dass sie wieder gerade sitzt. Ne? Da stehen sogar noch ein paar technische Daten drunter. Eigentlich ganz cool. Puh. Jo, jetzt muss ich mal gucken hier. Hier haben wir von Hot Wheels das Batmobil. Ja, eins der Batmobile. In Blau mit zwei Turbinen und hier oben dieser Fledermaus. Na? Den Fledermaus-Spoiler. Ja. So sieht er dann im Gesamten aus. Achsen sind auch gerade. Unterboden sieht auch noch gut aus. Also der ist wirklich noch ziemlich gut erhalten. So. Und jetzt nehmen wir uns einen, der den Abschluss machen soll. Fürs Erste. Und zwar dachte ich da persönlich an einen BMW von Valley, Simba oder wie auch immer. Wenn mich da nicht alles täuscht, ist das ja, ein BMW 6er in Gold gehalten, also goldfarben. Es steht kein Hersteller drunter. Weiße Innenausstattung, wie man erkennen konnte. Und auch sonst vom Unterboden her noch recht gut erhalten. Selbst die Achsen sitzen noch da, wo sie sitzen sollen. Ja. Und natürlich den schönen Heckflügel. Von dem müsste ich, glaube ich, noch den einen oder anderen drin haben. Müsst doch mal durchschauen. Ja, dann würde ich sagen, war es das wieder. Und bleibt mir wohl gesonnen. Bis zum nächsten Video. Und danke fürs Zuschauen.